Hi Leute, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr wieder einschaltet zum neuen Video von mir über Path of Exile 2 und wir möchten heute eine Vorschau wagen, eigentlich an das letzte Video anknüpfen, wo ich auch schon über einige Änderungen gesprochen habe, die in PoE 2 kommen, die in PoE 1 noch nicht so waren. Und daran knüpfen wir heute an und haben einige dabei. Ich habe hier eine relativ lange Liste vor mir und ich bin vor allem auch gespannt, was ihr zu manch einer Veränderung sagen werdet. Bevor wir aber starten, kurz was in eigener Sache. Auf figurenshop.com findet ihr jetzt Figuren 20% reduziert. Das ist der größte Rabatt, den ich bisher jemals gegeben habe, anlässlich zum Halloween. Und das geht noch bis zum 3. November, also schaut gerne mal vorbei, falls ihr vielleicht euer Gamingzimmer ein bisschen aufpimpen wollt. Jetzt starten wir aber mit den Veränderungen in PoE 2 und da beginnen wir mit bestimmten Skills, die jetzt bestimmte Waffen erfordern. Also in PoE 1 war es ja auch manchmal so, dass du für manche Skills bestimmte Waffen gebraucht hast und bei Path of Exile 2 wird es jetzt aber so sein, dass das viel häufiger der Fall ist. Also man konnte bei dem Gem Cutting in der Übersicht bereits sehen, dass jeder Waffe sehr viele unterschiedliche Skills zugeordnet sind und diese Skills funktionieren dann auch nur mit dieser jeweiligen Waffe. Bedeutet natürlich für jeden erstmal die Klassenwahl hinter sich zu bringen und sich zu entscheiden, was machen wir denn überhaupt bei der Klassenwahl, wen nehmen wir, aber dann auch noch zu sagen, okay, mit welcher Waffe ziehe ich denn los und was für eine Kombination gefällt mir denn da am besten. Also hier ist nochmal viel mehr Spezialisierung gefragt, später natürlich dann mit der Aufstiegsklasse nochmal ein ganz anderes Thema. Aber das ist besonders bei den Skills jetzt eine wichtige Sache. Es gibt auch welche, die sind übergreifend, aber es sind schon einige, die jetzt pro Waffe nur gelten. Das nächste Thema ist der Bosskampf oder die Bosskämpfe in PoE 2. Während man bei Path of Exile 1 noch durchsterben konnte sozusagen und der Bosskampf nicht resettet wurde, sondern man ist halt einfach am Kontrollpunkt oder in der Stadt wieder gespawnt, wieder in den Bosskampf reingelaufen. Der Boss war immer noch mit seiner Lebensleiste so runtergedroschen, wie man ihn eben verlassen hatte, als man davon geschwebt ist. Jetzt ist es aber so, wenn man den Bosskampf verkackt, dann resettet sich auch der Boss. Bedeutet, ihr fangt wieder einfach von vorne, also von null an eigentlich mit eurem Bosskampf. Ich bin sehr gespannt, was einige dazu sagen werden, zu dieser Herangehensweise, denn man denkt oder dachte jetzt ja eigentlich vorweg so ein bisschen, ja, okay, PoE 2 wird ein bisschen einsteigerfreundlicher. Mittlerweile, je mehr ich mich damit befasse, habe ich so den Eindruck, es ist eher vielleicht sogar das Gegenteil der Fall. Also vielleicht, dass man PoE das System dahinter vielleicht ein bisschen einfacher verstehen kann, ja, aber vom Gameplay und von der Anforderung bin ich mal wirklich sehr gespannt, also wie sich das ausgehen wird mit den Bosskämpfen, wenn man nur quasi diesen einen Versuch hat und dann resettet sich. Mal schauen. Das nächste sind die Tränke, die dich vor bestimmten Elementen schützen, also Elementarschaden jeglicher Form. Dafür gibt es ja oder in PoE 1 auch Tränke, die einen dann einfach kurzfristig davor schützen, ein bisschen mehr Resistenz geben und so weiter. In Path of Exile 2 verändert sich da was, nämlich ihr sollt und ihr werdet dann auch nicht mehr diese Tränke einfach im Voraus drücken quasi und nutzen und einfach reinrennen und irgendwie durchmoschen, sondern ihr könnt jetzt oder sollt jetzt diese Tränke erst dann aktivieren, wenn ihr unter diesem bestimmten Einfluss leidet. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel verbrannt wurdet, ja, dann solltet ihr etwas mit Resistenz oder Schutz vor Feuer nehmen. Denn sonst reagiert der Effekt nicht. Ihr könnt also nicht im Voraus quasi diese Resistenztränke schlucken und das hilft euch dann irgendwie, sondern die greifen erst dann, wenn ihr unter dem Effekt steht und dann diesen Trank benutzt. Und das ist natürlich von der taktischen Komponente her eigentlich ganz andersrum von der Herangehensweise. Das sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Als wir jetzt vorhin über die Bosskämpfe gesprochen haben, gibt es auch noch eine Veränderung von PoE 1 nach PoE 2, denn ihr könnt jetzt auch viele Bosse Crowd Control belegen. Also ihr könnt irgendwelche Effekte drauf machen, wie einfrieren und so weiter. Das geht natürlich nicht sofort bei jedem Crowd Control Effekt und so, dass ihr das einfach einmal drückt und das funktioniert dann, sondern ihr ladet den quasi auf mit dem Crowd Control Effekt und irgendwann ist es dann soweit, dann zieht der Crowd Control Effekt und dann passiert das auch, also zum Beispiel das Einfrieren. Danach geht es natürlich wieder eine Weile nicht, aber es ist zumindest mal grundlegend möglich, die Bosse mit Crowd Control Effekten zu belegen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall wiederum ein positiver Punkt, wenn man an dieses einmalige Probieren denkt von vorhin. Wenn ihr Diener haben wollt in Path of Exile 2 oder
zum Beispiel gerne eine Aura dabei habt oder auch mehrere Auren dabei haben wollt, dann war es ja bei Path of Exile 1 so, dass das eine gewisse Portion vom Mana abgezogen hat und ihr ja dann nicht mehr so viel Mana zur Verfügung hattet für eure anderen Sachen, für eure anderen Angriffe. Bei Path of Exile 2 gibt es deshalb eine Änderung, nämlich so Geistpunkte, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Ich denke mal, sie übersetzen es so. Spirit Points heißen sie auf Englisch und die benutzt ihr stattdessen, um zum Beispiel Diener, also mehr Diener zu rufen zu können oder Auren aktiv zu haben. Also ihr müsst dann diese Geistpunkte auf diese Skills verteilen und dann müsst ihr natürlich auch, weil das eine limitierte Ressource ist oder sie nur auf bestimmte Art und Weise erweiterbar oder erhöhbar ist, ja, diese Geistpunkte, müsst ihr halt überlegen, wo verteile ich die rein, wo will ich mehr Diener haben, will ich mehr Auren, denke ich mal, haben. Das ist dann zu entscheiden über diese Punkte und dadurch ist es natürlich auch besser zu balancen oder zu limitieren und so weiter und so fort. Zudem habt ihr natürlich euer volles Mana zur Verfügung für alles, was ihr halt machen wollt. Was ich persönlich richtig cool finde, ist, dass Schildnutzer aktiv blocken können werden in Path of Exile 2. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euer Schild anzuheben und dann eingehenden Schaden zu blocken. Das funktioniert aber wirklich nur bei diesen Frontalangriffen, also von der Seite oder so, blockt ihr das nicht weg, wenn ihr einfach nur euer Schild hochhebt. Also das soll relativ realistisch sein, wenn man es so sagen kann. Aber es ist dennoch noch möglich, eine Blockchance zu haben, generell auf seinem Gear drauf. Also, dass trotzdem geblockt wird. Also, man muss nicht alles aktiv manuell abblocken sozusagen, sondern es gibt immer noch eine Blockchance, die ebenfalls getriggert werden kann im Kampf und dann automatisch passiert. Und last but not least, Unterstützungsedelsteine. Die könnt ihr jeweils nur einmal für einen Skill eurer Wahl aktiv setzen. Bedeutet, ihr müsst euch wirklich entscheiden, wo ihr diese Unterstützungsedelsteine rein platziert, in welchen Skill und welcher Skill davon profitieren soll. Bin mal gespannt, ob das so bleibt, aber klingt für mich jetzt erstmal interessant, weil man dann wirklich eine schwerere Entscheidung hat oder auch genauer planen muss und mehr durchdenken muss, wo benutzt man jetzt diesen Unterstützungsedelstein oder diesen. Und in diesem Sinne, Leute, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Lasst mir gerne in den Kommentaren, was euch zum Beispiel an den Veränderungen gefällt oder andere Veränderungen, die euch gefallen. Falls ihr noch mehr sehen möchtet, empfehle ich euch mein Video zu den anderen Veränderungen, die ich bereits schon thematisiert habe, in einem anderen Video. Schaut da gerne vorbei, würde mich freuen. Und abonniert natürlich auch gerne, wenn ihr zukünftig auch was zu Path of Exile 2 von mir haben möchtet. Ich werde auf jeden Fall an den Start gehen. Leider hat es sich ja verschoben auf den 6. Dezember. Aber ich freue mich riesig drauf. Bin gerade in Path of Exile 1 richtig gut dabei, bin richtig gut reingekommen und habe gerade richtig Spaß dabei. Also Leute, haut rein, macht's gut und auch weiterhin viel Freude bei was auch immer ihr macht. Ciao.